So, frisch ins Gial angekommen, sollten wir zuallererst einmal nicht bei jemandem einbrechen. Zuallererst einmal hier rumwuseln, bis Tirik seine Karte fertig hat. Und so wie wir es auf der Hauptkarte gesehen haben, müsste es hier eigentlich ein bisschen größer sein. Schauen wir mal. Ja, doch, ziemlich. Erinnert ein bisschen an Tor, weil mit dem einen Fluss da, der das Ganze so abgrenzt, wie den westlichen Bereich, wo die Adeligen gewohnt haben. So. Da könnte noch was sein. Und dann picken wir uns gleich mal eine Taverne raus und hören uns da ein wenig um. Denn einen von den beiden Nachfahren werden wir nur an seiner Wohnung antreffen. Der Hafen war. Da unten. Na gut, also da scheint nichts mehr zu sein. Nimm, 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 gehen wir einfach mal da rein. Der alte Pirat. Sagen wir mal Hallo zum alten Piraten. Es sind nur wenige Gäste da. Sehr schön, hat der Tavernenbesitzer ja für uns Zeit. Wir hätten gerne 6 Bier und ihr kennt euch doch aus. Kennt ihr vielleicht Jürge Torfinson? Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ja anders weiterhelfen. Ärgerlich. Na gut, man kann nicht annehmen, dass jeder hier jeden kennt. Ja, ihr kennt euch doch hier aus, oder? Kriegen wir wenigstens noch ein anderes Gerücht mit, was ihr auch immer suchen möget. Bei Storko von Gollbritz in Bremen werdet ihr es finden. Na gut, dann zahlen wir selbst und verschwinden jetzt hier und suchen die nächste Taverne auf. Ja, ist leichter gesagt als getan. Es gibt nur noch eine. Das könnte unschön ausgehen. Weil wenn der hier das nicht auch weiß, wenn der hier das auch nicht weiß, dann müssen wir jede Wohnung einzeln abklappern, was nicht so toll wäre. Der goldene Becher. Hier ist er schon gleich wesentlich stärker besucht. Wir hätten gerne 6 Bier und ja, und ihr könntet doch hier aus und kennt er Jurge? Der Name sagt mir nichts. Mehr wollten wir gar nicht wissen. Na gut, verabschieden wir uns auch hier. Und machen uns dann dran, die einzelnen Häuser abzuklappern. Aber das kann nicht sein. Wir hatten bisher 2 Tavernen, aber noch keine Gaststube, wo wir übernachten könnten. Und das wäre doch recht ungewöhnlich, wenn so eine größere Stadt keins davon hätte. Also habe ich vielleicht irgendwo was übersehen? Kommen wir da hinten hin? Nee, hier ist Sackgasse. Und da oben auch überall. Ah, ist ja komisch. Das heißt, wir können hier nirgendwo schlafen? Na gut, machen wir das Ganze systematisch. Wir fangen hier oben einfach mal an. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Das wird eine lange Sucherei. Geöffnet von 6 bis 9. Achso, das ist ein Laden. Also ich gehe jetzt hier so rechts rum irgendwie ab. Natürlich könnten wir uns auch erstmal irgendwelche Wohnungen raussuchen, die besonders aussehen. Also von der Lage her, wie zum Beispiel das da, hätte sich angeboten, weil es so umgeben ist von freien Feldern. Aber, So, Süden. Nein. Es wäre schön, wenn man einstellen könnte, dass man allgemein nicht einbrechen will. So, oder Leute auf der Straße ansprechen. Auch wenn das jetzt ein bisschen spät ist. Wir probieren es einfach nochmal. Kennt ihr jetzt vielleicht Jürgen Torfinson? Nee. Na gut, noch ein Gerücht. Es gibt 2 gut geeignete Plätze für die Nachtrast auf der Straße nach Ottache. Der eine vielleicht 10 und der zweite 30 Meilen von hier.
Wir werden eingeladen zu einem Bier. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch nur andere Gerüchte. Und nichts über den Nachfahren. Gucken wir mal. Auf halbem Weg nach Otterchel gibt es ein Gebiet, in dem die Jagd recht erfolgsversprechend ist. Ja, diese beiden Rastplätze und auch dieses Jagdgebiet haben wir alle schon getroffen. Das wurde ja teilweise lästig auf dem Weg hierher, das wir immer angehalten haben. Aber nein. Und Gerogon hat über den Durst getrunken. Das waren doch nur 2-3 Bier. Na gut, also die hier oben hatten wir schon. Da unten bin ich mir jetzt nicht sicher, also mache ich die einfach mal ganz kurz nochmal. Nee. So, also von da oben, die haben wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt da unten und dann noch die 3, 7, 8 da oben machen. Und mit jedem Haus wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir das Richtige treffen. Das lässt doch hoffen. Außer ich habe tierisch Pech und hey, zum toten Hai. Dich habe ich gar nicht auf der Karte gesehen. So, dann nehmen wir noch mal ein Zimmer. Und schlafen bis zum Morgen durch. Talana, kannst du noch einen Stabzauber? Nein, kein Zauber, ein Stabzauber. Geschafft! Auf dem Zauberstab liegt jetzt der 4. Stabzauber. Sehr schön. Und dafür fast keine Astralenergie mehr. Haben wir noch Tarnelen? Jo. Sollten wir ein bisschen aufteilen. Denn primär ist sie dir. So. Schlafen. Und am Morgen können wir weiter die Anwohner belästigen. Nee. So. Ah, Jürge Toffinson. Guten Tag, was führt euch her? Ein junger Bursche von vielleicht 25 Jahren öffnet euch die Tür. Seid ihr Jürge Toffinson? Ja, da bin ich. Ah, was wollt ihr von mir? Wir können erwähnen, dass wir vom Hetman kommen. Oder einfach nur nachfragen, ob er ein Verwandter ist. Sagen wir, wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Er denkt kurz nach. Dann kommt erstmal rein. Weil es kann ja auch sein, dass manche von den Leuten nicht wirklich gut gestellt sind mit dem Hetman. Aber das können wir schlecht einschätzen. Aber wir werden auf jeden Fall schon mal reingebeten. Nachdem ihr eingetreten seid, bittet ihr euch am Tisch Platz zu nehmen und es gibt erstmal eine Runde Bremer Feuer. So, der Hetman schickt euch. Weswegen denn? Wir sollen Hügeliks Schwert finden. Da könnte ich euch vielleicht weiterhelfen. Aber woher soll ich wissen, dass ihr wirklich vom Hetman geschickt worden seid? Wir könnten ein Schreiben besorgen. Wir haben ein Schreiben dabei. Wir haben ein Schreiben dabei. Ihr legt das Schreiben auf den Tisch. Tatsächlich. Und ich dachte schon, ihr wollt nur angeben. Ja, natürlich. Ja, sowas. Ein Schreiben von Hetman persönlich. Wartet mal einen Augenblick. Er geht in ein Hinterzimmer und kommt etwas später mit einem vergilbten Fetzen Pergament wieder. Na, noch ein Stück Karte, sehr schön. Habe ich von meiner Urgroßmutter Brüder geerbt, aber leider kann ich wenig damit anfangen. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Wenn es euch weiterhilft, könnt ihr sie haben. So ein komischer Händler, wie hieß er doch gleich, Kolborn oder so ähnlich, wollte mir den Fetzen schon mal abkaufen. Aber so ein Erbstück verkauft man nicht einfach. Ein Schreiben vom Hetman, das ist was ganz anderes. Ein Händler wollte die Karte haben. Das notiere ich mir nochmal ganz kurz. Ein Händler namens Kolborn. Händler Kolborn. Weil vielleicht wollte er die Karte von diesem Jürgen hier abkaufen, weil er selber schon ein Stück hatte. Das heißt, wenn wir Kolben finden, Kolborn, kriegen wir vielleicht sein Stück auch noch. Hab Dank, das hilft uns gewaltig. Ihr holt jene Stücke der Karte heraus, die ihr schon zusammengetragen habt und legt Jürgens Pergamentfetzen hinzu. So eine Dracheneiche. Irgendwas außen weit drumherum und der Rest hilft nicht wirklich weiter. Ein Saal und eine Truhe. Aber die Dracheneiche. Daran kann man sich schon mal ein wenig orientieren. Aber ich weiß noch mehr, meint der Junge. Meint Jürge.
Ein Junge ist er mit 25 nicht mehr wirklich. Also, ich kenne noch ein paar Leute, die bestimmt etwas wissen. Jasma Tinmars Dotter in Toss. Die ist neu. Jasma Tinmars Dotter in Toss. So, die habe ich schon mal aufgeschrieben. Und Ragnar Firunjas Dotter in Witsand. Die haben wir schon. Streiche ich auch mal durch. Das war in Witsand. So, nochmal durchgestrichen. Svafnil Egilsdotter, die allerdings selten an Land zu finden ist. Die wollten wir hier auch suchen. Die wohnt eigentlich hier, aber ist meistens auf ihrem Boot. Deswegen müssen wir noch unbedingt zum Hafen nachher. Und Algrid Trondesdotter. Die haben wir auch noch nicht. Sehr schön. Algrid Trondesdotter in Chalsingor. Die Liste wird langsam ganz schön lang. Chalsingor. Ich hatte mir vor ein paar Folgen meine Liste von Städten aufgeschrieben, die an der Küste liegen, über die wir reisen müssten, um nach Skjal zu kommen. Und da ist Chalsingor bei. Also muss Chalsingor irgendwo an der Westküste liegen. Also nicht allzu weit weg. Das heißt, das könnten wir als nächstes Ziel nehmen. Schön. Tja, lasst mal nachdenken. Mehr weiß ich auch nicht, aber ich denke, wenn ihr danach fragt, kommt ihr schon irgendwie weiter. Jedenfalls wünsche ich noch viel Glück bei eurem Unternehmen. Die Götter mögen mit euch sein. Ach ja, wenn ihr zufällig nach Turwal kommen solltet, grüßt den Hetman von mir. Er steht auf und begleitet euch zur Tür. Und ein Stufenaufstieg, hoffentlich nur der von Gwendolyn. Und nicht wieder alle auf einmal. Wir hatten letztes Mal Geschicklichkeit gesteigert. Nehmen wir dafür diesmal Intuition oder Körperkraft, wäre ich versucht. Also Körperkraft einfach nur, damit sie im Nahkampf ein bisschen besser zurechtkommt und mehr tragen kann. Und Intuition, weil eine Streunerin schon recht intuitiv sein sollte. Gerade jetzt, was Geheimtüren finden und so angeht. Ja komm, lieber Intuition. Und was soll gesenkt werden? Raumangst hat sie noch recht hoch und Neugier. Neugier darf sie ruhig behalten, aber die Raumangst sollte weg. Misslungen. Schade. Und Lebensenergie steigt um 5 Punkte. Sehr schön. So, du sollst bitte lernen. Stichwaffen. Komm schon. Stichwaffen, letzter Versuch. Geschafft. Sehr schön. Attacke oder Parade? Nehmen wir mal Attacke. Und Wurfwaffen auch wenn wir sie nicht ganz so häufig benutzen. Dann Akrobatik. Ja, ruhig nochmal. Klettern. Das mussten wir ja schon öfters. Körperbeherrschung ist auch relativ wichtig. Schwimmen sollte sie allerdings erstmal hochbekommen. Sollte jeder mindestens 5 oder so dann haben. Verstecken, Zechen. Machen wir erstmal noch die wichtigen Sachen. Und zwar Sinnesschärfe und Gefahreninstinkt. Denn sie ist hier recht häufig vorne in der Gruppe. Auch wenn ich mich immer noch dran gewöhnen muss, wer jetzt wann wo vorne läuft. Schlösser knacken. Da. Misslung. Misslung. Geschafft. Na also. Nur noch 4 Punkte über. Unbedingt bei Feilschen. Feilschen. Also, 2 Punkte noch. Was müsste noch unbedingt gesteigert werden bei ihr? Gassenwissen hat sie schon recht hoch. Betören vielleicht noch. Menschenkenntnis. Kampf, nein. Reiten hat sie recht wenig und Selbstbeherrschung. Ich glaube, Selbstbeherrschung war auch bei Verletzungen wichtig. Also wenn man verletzt wird, dass man davon nicht beeinflusst wird. Ja komm, 1 Punkt in Selbstbeherrschung. Und
Fahrzeuge abrichten, nein. Und hier hatten wir schon, ne? Ja. Dann halt betören. Und ja, es war nur Gwendolyn, die ein Level abbekommen hat. Schön, schön. Da können wir jetzt nämlich abspeichern und die anderen dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Denn ich denke, das wird nicht mehr allzu viel sein, das fehlt. 12 Punkte. Warum auch immer sie hier mehr hat. Vielleicht durch das Schlösser knacken oder dergleichen. Aber wo ich gerade hier mal bin, sollte Gwendolyn jetzt wieder nach vorne. Denn wir sind ja schließlich in der Stadt. Also noch. Jetzt muss ich nur dran denken, sobald wir die Stadt verlassen, wieder zurückzutauschen. So, du kannst schon mal dahin. Das ist jetzt unser Dreier-Anführer-Gespann. In der Stadt, im Kerker und in der Wildnis. So, aber jetzt wird erstmal gespeichert. Stopp. Zurück zum Spiel. Das Ganze sollten wir lieber im Tempel machen. Wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich da dann keine Abenteuerpunkte verliere. Ist zwar an sich nicht viel, was man verliert, aber das läppert sich doch schon. So, bin ich jetzt richtig? Ja. Und es war ein Heiler und kein Tempel. Tempel war orange. Genau. Also darum. Da. Nee. Da. So, jetzt gefahrlos abspeichern. LP 23 und wir sehen uns gleich wieder.